Moin Moin und Leute und herzlich willkommen in einem sehr vertrauten Umwelt, nämlich The Escapists, quasi die Ausbrecher. Ist ja schon eine Ewigkeit her, kommt mir das vor, als ob man, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Und ja, die ganzen normalen Gefängnisse haben wir ja soweit alle geschafft. Wobei, oha, sehe ich gerade hier persönliche Bestleistung, also hier bei 1300 Center Perks, so wie ihr es gedacht habt, da gibt es garantiert Verbesserungsmöglichkeiten, also das würde ich noch wesentlich schneller schaffen. Aber ja, bevor wir da weitermachen, geht's hier bei den Bonusgefängnissen erstmal weiter. Selbsterstellte könnte man natürlich auch machen, aber hier haben wir auch noch jede Menge Spielmöglichkeiten, deswegen fangen wir am Paris Central Pen. Okay, geht's hier nämlich erstmal weiter und wir spielen natürlich den Young Buck wieder mit Stevie Wonder ist wieder am Start. Und das sind auch schon wieder rechtlich Insassen. So, ich vergebe erstmal Namen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück mit einem verdammten Rotstrich, Stich hier in der Kamera, weil es draußen so hell ist. Aber unsere Mitgenossen sind einmal der Rolf, der Harry, der Gustav, Tim, Ben, Oscar, Günther, Joshua, Karl, Richard, Sven, William, Klaus, Bruno und als unsere Gegenpartei spielen Officer Franz Josef, wieso ist das schon wieder klein geschrieben? Egal. Franz Josef, Walter, James, Ludwig, Schmitz, Jakob, Greg, Raphael, Maximilian und Benjamin. Franklin, nein. Einige von den vorgegebenen Namen habe ich auch gleich gelassen, weil die schon sich so gut laufen oder so gut aussehen quasi vom, oder passt vom Namen her. Und da sind wir wieder in der altbekannten Umgebung. Jetzt mal gucken, wir haben schon mal ein paar alte Gegenstände, eine Toilette haben wir, keine Kameras, also da kannst du hier wieder schön bei den anderen Zellen was verstecken. Finde ich supi. Achso, das ist so ein Platz quasi. Wie spät? Es ist 8.18 Uhr. Haben wir denn überhaupt noch... Oh Gott sei Dank, die ganzen Rezepte, alles noch da. Wunderbar. Okay, Folien auch alles. Muss erstmal gucken, ob wir irgendwelche Sicherheitstore haben. Rasierklinge, wenn ich sie finde, klar. Und einige sind ja schon wieder weniger, einige andere mehr gut gesonnen. So wie halt immer. Und da gilt es jetzt natürlich am ersten Tag erstmal hier umschauen, wo was hier lokalisiert ist, vor allem was für einen Job ich habe. Das weiß ich auch noch nicht. Wo es hier rausgeht und vor allem am wichtigsten, was es für Hindernisse gibt. Nein. Sorry. Aber mit Officers möchte ich mich ungern anlegen. Obwohl die gar nicht mal so viel sind, dann die kann ich jetzt endlich mal verprügeln. Sehr schön, keine Sicherheit. Hier mal zurück zur Arbeit. Okay. Da ist Training. Hier haben wir die Küche. Ich gucke schon mal ein bisschen rum hier. Da ist die Dusche. Okay. Haben wir hier oben die drei wichtigsten Sachen soweit schon mal. Außer die Bücherei, beziehungsweise halt auch da, wo das Internet mit ist. Das fehlt noch. Oh, Klaus. Klaus ist sauer. Ich bin keine Plage. Ich bin nett. Frakal. Der kann mir das sagen. Ich bin mal wieder Hausmeister. Na, was auch sonst. Auf jeden Fall finde ich schon mal gut, dass hier nirgendwo Schlüssel sind. Dann brauche ich bisher nur den Zellenschlüssel. Muss ich durch den Haupteingang oder? Ja, das sieht so aus. Dann weiß ich zwar nicht, das werden die Außenbereiche sein. Hier hast du Wäscherei, Holz hast du alles. Ich brauche ja nur meinen Mob. Mehr braucht man nicht. Wäscherei, Holz, dann hier mit dem roten Schlüssel, damit du raus kannst. Hier ist die Bücherei, alles klar. Also den roten werden wir, glaube ich, auf jeden Fall brauchen. Erstmal alle wieder uffen, moppen, moppen, moppen. Obwohl ich meine Büschel vermisse. Ich will die wieder Büschel. Halt. Nein. Ich habe doch gesagt, ich lege mich nicht mit Erwärtern an. Jetzt geht das wieder los. Müsst ihr mich nicht hören. Hier ist das Krankenabteil. Das sind alles Einzelhaftbetten, ganz schön viele. Wo sind denn die ganzen Flecken, Jungs? Ich muss wischen. Jawohl, geht euch gegenseitig an die Gurgel. Na gut, einen Mob braucht man nicht. Unnützes Zeug. Oh, ich habe mal was. Kann man es mich gleich mehrmals mobben? Auch nicht.
hast aber auf jeden Fall schon mal, finde ich gut, ein bisschen mehr Platz hier, um rumzulaufen. Schlagstock, boah, wird schwierig, aber ich kann ja erstmal mitnehmen. Oder, also die Aufgabe. Gut, haben wir schon mal ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle. Und dann machen wir uns erstmal schon mal wieder ins Gegenstände sammeln, erstmal allen möglichen Kram wieder mitgehen lassen. Spachtel braucht man nicht, aber davon schon mal ein bisschen wieder was. Keine Kameras, keine Türen, das wird ein leichter Ausbruch. Kartenpack, Medizin, ja. Muss ich erstmal alles wieder verstauen gehen hier. Wo ist meine Zelle eigentlich? Ich war, glaube ich, ein benutzter Schreibtisch, Schreibtisch von Klaus. Wo war meine Zelle? Hier. Okay, alles rein, 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 rein. Na. Dupp. Und hier sind doch sehr viele unbenutzte, sehr schöne Sachen. Baseballschläger, ne, den braucht man nicht. Crafting, ich wollte gerade sagen, ist schon alles fertig. Kammklinge, sehr schön als Waffe. Braucht man sonst noch was? Eigentlich eine Socke vielleicht noch, ja. Haben wir schon mal den Kammklinge. Ich komme gleich zum Mittagsappell. Wait for me, wait for me. Schokolade, sehr schön. Tasse brauche ich ja eigentlich nicht. Weil die Wärter sind so schwach, die kann ich wieder vermöbeln. Und die haben ja auch keinen Elektroschocker. Da werde ich mir wieder eine gepanzerte Insassenkleidung machen. Das heißt, dann brauche ich eigentlich die Socke nicht. Aber ich werde mal mitnehmen. Manchmal will ja jemand eine Socke, dass ich wieder was hab hier zum Geld verdienen. Ja, kriegst du. Sven hat mich verpfiffen, verpasst ihr eine Prügel. Nein, verprügelt euch doch selber, verdammt. Und soweit, was jetzt übrigens auch Minecraft angeht, das werde ich dann zwischendurch, sobald das neue Kapitel rausgeht, nicht, dass ihr euch wundert, werde ich dann abrupt Escapes abbrechen oder dann vielleicht nochmal in der letzten Folge, Bescheid sagen, dass ich dann Escapes so lange unterbreche, um dann quasi auch mal einer der Ersten zu sein, das neue von Minecraft dann quasi die... Sag schon, das neue Kapitel dann quasi vorstellt, weil das will ich definitiv aktuell halten, das Spiel, weil das wirklich genial ist. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Aber ich muss natürlich aufpassen, wenn die Wachen dann kommen. Taschenlampe, Medizin brauchen wir alles nicht. Benjamin, verzieh dich! Will hier schnell rein. Essen, sehr schön. Hühnchen brauchen wir eigentlich nicht, da Schokolade ist am besten. Feuerzeuge werden wir brauchen. Uff, das hätte schief gehen können. Noch ein Feuerzeug, Schoko. Dann sind wir auch schon wieder fast voll hier. Dann würde ich auch sagen, erstmal anfangen auch schon die Werte zu trainieren, dass ich schon mal damit nicht ganz hinterherhinke, weil das wird wieder eine ganze Weile dauern. Gerade wieder der Sprint, der wird dauern ohne Ende. Weiß ich natürlich nicht, wann die Trainingseinheit ist. Ich hoffe jetzt nicht um 16 Uhr, das wäre nämlich schön bekloppt. Abendessen, okay. Gar keine Sportstunde oder kommt die noch? Ich meine, ist auch nicht schlecht, dann kann ich mich erstmal ausruhen. Und schon 10 Werte bekommen. Jawohl, meins, meins, meins. Rasierklinge, kann ich gucken. Wollen alle so viel Rasierklingen. Holz werde ich bewusst nicht holen, weil ich hole mir dann nachher noch den Job von dem Holzdingens. Da muss ich mal gucken, wer den dann hat. Talkompuder habe ich sogar hier. Rolf, bitteschön. Dass ich mir nicht die Mühe mache, die Leute extra zu verprügeln, weil die Werte sind zwar jetzt auch nicht so die Welt, vielleicht mache ich es auch, aber mir wäre es lieber, dass ich den dann so wieder... mit so durchklicke, dass er wieder mir freiwillig folgt. Die Uniform kriege ich zwar eh nicht, jetzt ist Hofgang, okay. Dann erstmal weiter den Sprit trainieren hier. Ich muss ja auch erstmal gucken, irgendwo, da frage ich mich, ob es dann hier auch irgendwo einen Computer gibt, weil es sind ja nicht die regulären, sondern Bonusgefängnisse und eigentlich soweit rund ums Ausbrechen bin ich ja schon bestens bewandert, also habe ich auch Tipps eigentlich nicht mehr nötig, aber... Man weiß ja nie. Man kann ja mal gucken, ne?
Holz braucht man nicht. Klebeband wäre gut. Klebeband und... Oh, Talkumpuder, sehr schön. Geht mal alle weg, geht mal alle weg, geht mal alle weg. Nein, jetzt hat sich das Inventar geändert, du verdammte Flachzange. Ist schon wieder duschen, okay. Aber der Tagesablauf gefällt mir, nicht zu viel Arbeit. Bleibt genug Zeit, um alles zu sammeln hier. Obwohl ich sagen würde, Wetteruniform und Schlagstock machen wir nicht, das ist Quatsch. Ich verprügel ein Wetter, ja genau. Ich meine, mache ich später sowieso, aber. Ist auch wieder die Frage. Ich bin noch hier? Walter, du alle Kanaille, ich steck dir die Seife gleich in den Arsch, du. Was haben wir hier? Oh, der scheint elektrifiziert zu sein. Unter Strom gesetzt quasi. Also werde ich auch einen Generator finden müssen, so wie es aussieht. Da haben wir die Abendfleißzeit. Jawohl, 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 jawohl. Okay, das heißt. Werde ich vielleicht doch erstmal nochmal ein paar Zellen durchsuchen, um zu gucken. Hühnchen braucht man nicht. Kämme haben wir erstmal auch genug. Die sehen mich hier drin nicht mal. Sehr schön. Na, wer wurde denn wieder vermöbelt? Klebstoffnägel braucht man nicht. Braucht man nicht. Gibt's hier irgendwo einen Computer? So wie es aussieht, nicht. Bibliothek, dann kannst du hier noch darüber. Also hier ist überall Strom. Gesetzter Zaun, also irgendwo muss dann auch der Generator sein. Ist nur die Frage, wo. Ja, der wird dann irgendwo auf dem Außengelände sein. Wer hat denn... Zimmermann ist Harry. Okay, ich muss mich mit Harry anfreunden. Alles klar. Harry. Können wir schon mal ein bisschen Intelligenz trainieren, dass ich genau... Habe ich ganz vergessen, der Speed erst zum Schluss. Wichtig ist die Intelligenz, dass ich Gegenstände herstellen kann. Nur dieses Gefängnis ist echt ein Hellhole, also ein Ort der Hölle oder eine wahre Hölle für sämtliche Gamer. Denn es gibt keine Computer an diesem Ort. Das ist echt schlimm. Ich dachte, wir sind in einer... Im Informationszeitalter, wo alles und jeder irgendwas Datentechnisches hat. Irgendein Gerät dafür. Mann. So, intelligent schon mal gleich. Zahnbürste kannst du kriegen. Das findet sich in der Regel einfach. Halt, nein. Ich wollte nicht ablehnen, ich wollte nur fragen. Irgendwer wurde schon wieder vermöbelt. Ich meine, das Buch könnte man brauchen, weil das wird auch gerne mal gefragt. Günther, du solltest nicht wegrennen, es ist Abendappell. Ein Turm Schlaftabletten holst zurück. Sehr schön, Tabletten holen wir dir. Es gibt auch Männer, die Tabletten schlucken. Die waren nicht immer Männer. Jawohl, ansonsten gefällt mir der Platz richtig schön groß. Nicht zu viele Sicherheitsmaßnahmen, also. Sollte nicht allzu lang dauern, also keine hier wieder 40 oder 50 Tage. Karl, du hast nur Scheiße im Inventar. Und Sven, du ebenso. Habt ihr nix Vernünftiges? Ich hab da schon ein bisschen Geld. Und das ist das Gute an den Bonusgefängnissen. Wenn es nämlich keinen PC gibt, dann musst du auch nicht das Geld dafür verschwenden, um die ganzen Tipps zu kaufen, weil die waren ja gegen Ende hin echt teuer. Kann man sich gleich aufs Wesentliche konzentrieren hier. Jo, 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 jo. Wir sind voll die ordentliche Formation. Richtiger Sauhaufen sind wir hier. Mann. Nö. Wieso so ein Frühstück? Ich bin ausgeruht. Ich brauch kein Essen. Übrigens so nebenbei gefragt, was ich dank meines Cousins gefunden habe. Das Spiel kennt er bestimmt schon, Factorio. Das ist schon eine Ewigkeit draußen so gesehen. Allerdings ist es wohl jetzt erst auf Steam veröffentlicht worden. Und ich habe am Anfang sah das eigentlich übelst langweilig aus, das Spiel. Halt so gesehen wie Minecraft, nur ja, um einiges komplizierter finde ich. Aber so vom Konzept her doch eigentlich ganz interessant, weil du...
Ich kann ja mal einen Link zum Steam-Shop reinstellen, wo ihr euch das mal anschauen könnt, hier so wieder. Und könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr Interesse hättet, wenn ich das als Core-Projekt mit einem guten Kumpel von mir, nämlich dem Kevin, mal zusammen spiele. Weil, auch wenn es auf den ersten Blick langweilig aussieht, wenn es dann darum geht, die ganzen Herstellungskreise und Mechanismen da aufzubauen, da brauchst du so viel Gehirnsaft. Das ist ähnlich wie zurzeit bei den Livestreams immer bei der Minecraft Golem Befreiungseinheit, dass du da bei den Rätseln schon beinahe verzweifelst, und das werde ich auch da 100 pro. Deswegen kann ich mir vorstellen, da wird's die ein oder andere lustige Szene geben. Sagt mir einfach mal, soll ich hier spielen? Ja oder nein? Mensch, Leute, geht weg. Es wollte nämlich irgend... Wer wollte eine Rasierklinge? Rasierklinge Tim oder Joshua? Tim liegt auf dem Boden. Ich habe dir eine Rasierklinge geklaut und für etwas Geld bekommst du sie wieder. Bitteschön. So, haben wir noch irgendwas zum Moppen? Darf ich auch die Gesichter der Wärter moppen so... Schön über den Boden geschliffen. Haben wir hier noch irgendwelche Flicke? Flicke? Hier mal Flick. Flickchen. Genau. Das wird, neben dem Büschel wird es so ein Flickchen. Hat irgendjemand hingekackt? Ich will die Scheiße aufwischen. Hallo? Hier. Dankeschön. Wir haben massig Kohle. Inventar brauchen wir erstmal nicht sammeln, denn wir brauchen Intelligenz. Achso, da muss ich runter. Ich bin mit dem Raumlayout hier noch nicht so ganz vertraut, aber das wird schon langsam. Gustav, hast du was schönes? Tigerpuder? Nehmen wir. Denn wir brauchen ja wieder einen Schlüssel. Mindestens zwei. Jetzt, wo der Mittagsappell ist, weißt du? Ich bin gerade Huckleberry Finn am Lesen. Ich will mich weiterbilden, Mann. William! Nein, ich ziehe für dich nicht die Aufmerksamkeit auf. Zieh die Hose runter und lauf hier nackt durchs Dings Gefängnis, dann hast du Aufmerksamkeit. Nein. Jo. Gustav, hast du was Neues? Nein. Achso, ich muss mich ja mit Tari anfreunden, ganz vergessen. Pfeile. Nehmen wir mal mit. Weil dann mache ich nämlich mir schon erstmal wieder die Pfeile. Das ist irgendwie immer so mein Anfangsgegenstand. Okay, Freizeit. Dann erstmal mein Schreibtisch. Das kann man hier rein. Das waren, glaube ich, zwei Pfeile und ein Klebeband für die Brüchige, ne? Brüchige, genau. Zweimal Pfeile und ein Klebeband. Okay. Gut, dann... Ja, weiter Intelligenz trainieren. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Deswegen, so wenn ich mich jetzt hier umsehe, da habe ich es eigentlich nicht mal nötig, mich hier irgendwie durch die Wand zu graben und das irgendwie auf Geheimaktion zu machen, sondern da werde ich dann, wirklich, wenn ich den roten Schlüssel habe, kann ich ja einfach rausspazieren und dann muss ich nur gucken, wo ich dann meine Sachen ablagere, das ist dann eine Frage. Ah, hier oben, ja. Bruno, hast du was Gutes? Feuerzeug brauche ich nicht. William, deine stinkende Socke kannst du behalten, deine alte Morche, du! So. Nicht brauchbares Abendessen. Harry! Ich muss mich mit dir anfreunden, komm kuscheln! Harry! Klaus. William. Noch eine Pfeile, aber ich habe das Geld leider nicht. Verdammt. Haben wir nicht noch irgendwas in Aufträgen, was wir machen können? Zahnbus. Ja, stimmt. Aufträge hat mal wieder keiner. Wo ist der Harry? Armandor kann ich geben. Günther. Medizin habe ich zu Hause. Wo ist denn der Harry? Hier ist er doch. Man könnte auch Harry sagen, aber ich sag Harry. Klingt männlicher. Wie viel hast du denn? 48? Nur das wird ein Weilchen dauern. Ey, Manno! Ich war gerade dabei, mit Harry mich anzufreunden. Und da sind wir auch schon halb schnell. Intelligenz fast voll. Geht richtig flink hier. Hier brauchen wir eigentlich nichts von. Hier
drin habe ich viele Freundschaften geschlossen. Oh, das wollten wir jetzt nicht wissen. Dein Quietsche-Entchen. Aber komm. Dein Quietsche-Entchen liegt doch da, mitten in Matsch. Schmitz, willst du auch mit duschen kommen? Das ist aber schön. So. Dann hole ich schon mal gleich die Medizin. Wer wollte denn die haben? Der Günther. Na, Günther braucht seine Pillen, sonst läuft er hier jeden Tag Amok. Das ist schlimm. Oscar, nope. Harry. Auch nicht wirklich. Wir können auch ein paar Zellen durchsuchen hier. Eigentlich will ich meinen guten Kumpel den Harry nicht ausrauben. Oh, Gott sei Dank, die sehen hier drin einen echt nicht. Eine Feile, sehr schön. Geht weg. Ich war doch gar nicht mehr drin. Oder blinzt du? Jetzt brauchen wir nur noch ein Klebeband. Verdammt! Dieses verfolgen die nicht ein, wie von der Biene gestochen. Oh, scheiße. Ich darf nicht zu viel aufhören, sonst kriege ich wieder eins mit der Schrotflinte ins Genick. Wo haben wir erstmal drei Pfeilen? Jetzt brauchen wir noch Klebebänder. Klebebänder. Richard! Mach mal eine Pfeile. Brauchen wir gar nicht. Was wollen denn die ganzen Pfeilen? Weißt du, nachher, wenn ich dann wieder brauche, dann kommt keine. Da wette ich mit dir. Gut, so, wer wollte das jetzt? Günther, genau. Wo ist denn der Günther? Aber den sehe ich ja eh nachher. Trainieren wir erstmal weiter die Intelligenz. Halt, da war der Günther. Das war der. Nee, das war Gustav. Verdammt. Jim Sterling, der Gefängniswächter. Scott Sterling! Eins der besten Videos der Geschichte. Ich hoffe, ihr habt das Fußballfeld-Video mit Scott Sterling zu sehen. Ansonsten, sucht wirklich mal bei YouTube Scott Sterling, sonst verpasst da echt was. Das ist so legendär. Ist auf Englisch, aber dafür ist es echt genial. Wo ist denn der Günther? Der Günther, der Günther? Treibt der Alte sich denn schon hier? Bitteschön. Danke. Brauchen wir eigentlich nichts von Klaus, brauchen wir auch nichts von Klopapier kriegst du. So, wo ist der Harry? Mit dem muss ich mich anfreunden. Harry. Hier ist er. Okay. Und damit wären wir nach langer Zeit mal wieder mit der ersten Folge von Escape ist fertig. Ich krieg gerade einen Schluck auf. Speichern das Ganze einmal ab und sage soweit vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Escapist wieder. Wie gesagt, lasst mich mal wissen, ob wir mal zusammen mit Kevin Factorio spielen sollen oder ob man es dann privat werden muss, auf jeden Fall spielen. Ist halt nur die Frage, ob auch mit YouTube oder nicht. Das würde dann, denke ich mal, vielleicht samstags kommen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bis dahin erstmal, bis dahin mit eurer OWK und besser gesagt Stevie Wonder. Tüdelü.